Pflegekraft, die als Flüchtling hierher kam, denen muss es ermöglicht werden, nicht nur hier zu arbeiten, sondern tatsächlich auch deutsche Staatsbürgerschaft zu erhalten als echte Einwanderin, als echter Einwanderer. Gegen 228 Tatverdächtige der gestrigen Ausschreitungen wurden Verfahren wegen schweren Landfriedensbruchs eingeleitet. Das hat ja jetzt unlängst schon mal stattgefunden. Hätte man im Juli, hätte man ja daraus lernen können. Nichts lernt man. Und wer, bitteschön, hat 2015 gesagt, wir wollen keine Kulturkämpfe auf deutschem Boden, dass diese Kulturkämpfe in Form von Kriegen hier auf deutschem Gebiet stattfinden? Richtig, es war in Dresden eine Vereinigung mit dem Namen Pegida. Als was wurden sie beschimpft? Schwurbler, Rassisten, Rechtsradikale, Nazis, Dunkeldeutschland. Heute quatschen die Altparteien all das, was 2015 vorhergesehen wurde, nach.